herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo und heute das erste Kalendertürchen, und zwar der 1. Dezember. In diesem Monat soll es um Liebe gehen, um die wahre, echte Liebe. Und da werden wir sehr viel bei 1. Korinther 13 sein. Zum Beispiel steht in 1. Korinther 13, Vers 4 folgendes. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Heute, Überschrift, geduldig. Wie ist die Liebe? Geduldig. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, was heißt Geduld? Im Psalm 103, Vers 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr. Und jetzt kommt's. Geduldig und von großer Güte. Wer ist geduldig? Gott. Unser Gott ist geduldig. Und nicht nur geduldig, sondern noch von großer Güte. Aber heute geht es um Geduld. Oder in Sprüche 14, 29, auch sehr interessant, da steht, wer geduldig ist, da sind wir Menschen gemeint, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Der ist sozusagen nicht ganz so schlau oder sogar dumm. Aber wie können wir geduldig werden? Indem wir unsere Gedanken erneuern und wir sehen, Gott ist geduldig. Wie viel mehr sollen wir nicht geduldig sein? Wie viele Menschen beten etwas und denken, so Gott ist derjenige, der sofort erhört, obwohl sie noch gar nicht mit ihrem Glauben da sind. Und oft will Gott einfach, dass unser Glaube dahin kommt, dass wir wissen, dass das, was wir bitten, schon nehmen können. Aber manchmal brauchen wir Geduld. Das will ich einfach mitgeben und dass du dich gestärkt fühlst, aber gleichzeitig auch weißt, in dieser Adventszeit, in dieser Zeit, wo wir vor Weihnachten sind, wenn wir das Thema Liebe betrachten, dass Geduld eine große Rolle in der Liebe spielt. Die Liebe ist über alles, aber darunter Geduld. Ich lese nochmal, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Wie ist die Liebe? Geduldig. Bist du geduldig? Willst du geduldig werden in dieser Zeit? Ich wünsche dir alles Gute. Eine Sache noch. In uns ist bereits die Geduld drin, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Zum Nachdenken. Mach's gut und bis morgen. Tschüss.